zwar schneidet man hier oben oder säbelt man hier oben erstmal so ein Stückchen ab. Vielleicht noch ein bisschen mehr, damit man hier was sehen kann oder bis man da was sehen kann. So. Hier sieht man auch schon die richtig schönen Kerne beim Biogranatapfel. Also die sehen schön aus insgesamt, finde ich. Und dann schneiden wir zum Beispiel hier rein, bis unten durch. Und diese Kammern, also hier kann man es jetzt bei der Kamera vielleicht nicht so ganz gut erkennen, aber hier wäre noch so eine Kammer. Hier ist eine Kammer. Und dann halt auch bis, ja, es muss nicht ganz bis zur Mitte sein, im Prinzip, weil man das später rausbrechen kann. Hier ist eine kleine Kammer. Und dann kann man diese einzelnen rausbrechen. Dann nehme ich halt eine Schüssel. Da hat es gewackelt. Könnt ihr das sehen? Ja. Oh, das sind aber schöne Kerne. Und wird dann einfach umgedreht und rausgeklopft mit der Rückseite des Messers. Und da kommen meistens dann wirklich dann nur die Kerne raus. Und auch so ziemlich alle Kerne. Muss halt schon ein bisschen klopfen. Manchmal verstecken sich dann halt noch ein paar einzelne oder so, aber die kann man uns Not ja auch drin lassen. Ja, da kommt manchmal so ein bisschen halt raus, jetzt zwei Stücke von dem Zellstoff. Das gebe ich dann alles in den Mixer später, mixe das durch und gebe das Ganze dann durch ein feines Sieb, dann habe ich eigentlich einen klaren Granatapfelsaft. Viel Spaß beim Nachmachen. Und die habe ich mir jetzt bei meinem Nachbarn sozusagen im Gartencenter besorgt. Hier Bio-Siegel und ein Granatapfel kostet 33 Cent dann nur. Und hier auf der Kamera sieht man das nicht ganz gut. Also die sind eigentlich nicht pink, sondern ziemlich gut rot. Und die hier sind es halt nicht. Das liegt daran, dass die hier nicht Bio sind. Und die hier sehen halt natürlicher aus. Und bei denen ist es auch so, bei den Nicht-Bio, dass die Kerne für mich bitter schmecken, zu bitter. Die muss ich entsaften, die Dinger. Und hier kann ich die Kerne auch so sehr gut essen. Der Apfel wiegt ca. 700 Gramm, habe ich vorhin gewogen. Das ist richtig geil. Also drei Stück haben 1 Euro gekostet, also einer für 33 Cent ungefähr. In Bio-Qualität, also da habe ich echt gutes Angebot gefunden, wenn ich die jetzt im Bioladen hole, dann zahle ich für einen Apfel 3,50 € und hier 33 Cent, das ist ja mal absolut der Hammer. Ich weiß gar nicht, warum ich nicht noch mehr mitgenommen habe. Also ich konnte das einfach gar nicht glauben, dass die so günstig waren. Ich habe auch extra noch ein paar Mal nachgefragt. Die hat mich für, glaube ich, ein bisschen für blöd gehalten, weil ich die einfache, weil sie dachte, ich hätte die einfache Rechnung nicht verstanden. Dabei habe ich noch nicht verstanden, wie das so günstig sein kann. weil wir aus 700 Gramm kriegen wir ca. 350 Gramm, also die Hälfte an Kernen raus. Und das sind, wenn man Kalorien rechnet, 300 Kalorien. 300 Kalorien, 300 Rohkostkalorien für 33 Cent sind schon Hammer. Wenn man jetzt zum Beispiel 2000 Kalorien am Tag essen würde, hätten wir ca. 2 Euro, wenn man sich nur von den Granatäpfeln ernähren würde am Tag. Das sind 60 Euro im Monat. Also beste Früchte, das sind auch die ursprünglichsten Früchte, die ich so kenne, zusammen mit Feige, tauchen auch beide schon in der Bibel und so auf, schon bei der Entstehung der Menschheit sozusagen, bei der biblischen Entstehung der Menschheit, Feigenblatt und sowas. Der verbotene Apfel ist der Granatapfel eigentlich. Und das sind eigentlich die perfekten Früchte, die sind auch nicht auf Süße überzüchtet und so weiter. Und ja, ich brauche halt noch weniger als 2000 Kalorien, mache momentan trinke ich halt sowieso eher Säfte. Und da konsumiert man sowieso weniger noch. Also wenn ich jetzt nur Granatäpfel essen würde oder halt zu mir nehmen würde, würde ich mit 30 Euro im Monat auskommen. Und da habe ich die perfektesten Früchte. Also man findet immer mal wieder Angebote. Dazu mache ich aber noch ein extra Video. Ich habe mir ja sonst noch, weil ich erzählen wollte, Clementine mal geholt. Clementine sind eigentlich Hybridfrüchte aus Mandarin
und Orangen, glaube ich, gezüchtet. Ja. Und ja, Hybridfrüchte sind eigentlich nicht so gut, aber ich habe jetzt eine Clementine mal probiert da im Laden. Also hat die nette Frau mir direkt angeboten, hat mir gesagt, haben Sie schon mal die Clementine probiert? Und genau die wollte ich nämlich gerade probieren, als ob die das so gewusst hätte. Und hat mir dann erstmal eine aufgeschnitten und die Hälfte in die Hand gegeben. Andere Hälfte halt selber gegessen, weil die auch so lecker fand. Und da, ja, war wirklich ziemlich lecker. Nicht zu so süß, so wie die ganzen Orangen da zum Beispiel. Ich habe da die Tüten liegen, auch noch Möhren. Und ja, die hatten auch sehr, 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 sehr viele Kerne. Also ich hatte bei der Hälfte der einen Clementine schon 10 bis 15 Kerne im Mund. Und das ist halt ein sehr gutes Zeichen, dass die halt nicht überzüchtet wurden und so weiter. Und bei den Mandarinen habe ich nur ab und zu mal vielleicht einen einzigen Kern in der gesamten Mandarine. Und in den Orangen da sind die Kerne schon komplett rausgezüchtet. Deswegen sind die Clementinen eigentlich noch die bekömmlichsteren und ursprünglichsteren, ja nicht ursprünglichsteren, das kann man gar nicht mehr so genau sagen mit den ganzen Züchtungen halt. Und die sind ja aus den Mandarinen und Orangen, auf jeden Fall aus irgendwelchen zwei Muttersorten halt entstanden, die Clementinen. Aber trotzdem sind die halt dann zumindest bekömmlicher oder noch, ja, naturbelassener zumindest. Die sind nicht ursprünglicher von der Zeitachse her gesehen, aber naturbelassener. Weil die halt so viele Kerne haben, deswegen werde ich jetzt wahrscheinlich dann immer diese Clementinen holen. Ich weiß nicht, ob das generell bei Clementinen mit den Kernen so ist, auf jeden Fall war es da so. Und die Mandarinen sind schon sehr gut, muss ich sagen. Schmecken sehr magisch, ich kann das nicht genau erklären. Im Gegensatz zu den Orangen, die mir auch viel zu süß sind. Und ja, dann werde ich jetzt die Orangen, da gab es tatsächlich für 50 Cent pro Kilo, die sind total für die Tonne. Auch ökologisch gesehen, die sind auch total bespritzt und so weiter. Dann gab es da Pressorangen für 1 Euro pro Kilo. Die sind in Ordnung, die schmecken auch ganz gut, wenn man halt mal auf was Süßeres steht. Und die Mandarinen kosten auch 1 Euro pro Kilo. Und deswegen hatte ich immer die geholt. Und die Clementine kosten 1,50 Euro pro Kilo, das ist auch noch in Ordnung. Und die hatte ich jetzt auch so gegessen und die haben mir jetzt auch so ziemlich gut geschmeckt, also muss ich noch nicht mehr entsaften eigentlich. Ja, das wollte ich nur kurz berichten. Also man findet, also ich mache da noch ein Video drüber am besten einfach. Jo, bis dann.